Alles klar, mit Türstau. Ja. Verdient. Da kannst du drauf kacken, Alter. Noch eine Türstau. Gefühlt nur Kurzzüge. Ja, wo kommt eigentlich der Ton davon her? Na, dieses Beep, Beep, wo kommt das her? Kommt ihr nicht da raus? Weil bei mir ist da hinten was, aber das macht keinen Sinn. Man hört das halt so laut irgendwie. Ist nicht hier drin oder so? Ich habe vorher
Schuh. Wäre doch geil. Ja. Im Cottbuser Tor im Tunnel. Verreckt. Ah. Blieb stecken. Und alle im Tunnel. Und so. Boah, Alter, voll. Gepackt bis oben hin. Ey, was haben sie gemacht? Du siehst da, guck mal, wie viele Leute hier drin hängen. 5050. Alter. Ob dem Zug gar nichts, ich hab ewig probiert. Nichts ging das Ding. Alle schon so kloppen drin an die Scheiben, die wollen hier raus und so. Dann haben sie vorne die erste Tür aufgemacht. Ja. Zack. Und da haben sie alle evakuiert. Vor nichts, weder vor noch zurück. Da mussten eben alle vorne aus der Tür raus. Alle Passagiere gingen dann vorne aus dem ersten Mal. Ein Glück. Stell dir vor, der wäre noch im Tunnel stehen geblieben. Ja. Dann wären die alle gesperrt. Also, naja, ich so konnten sie wenigstens mit dem ersten Wagen alle aus dem Bahn steigen. Ach, also, war heiß da drin. Auch. Also, die Scheiben, alle so, alle um hier raus. So, kurz vor Panik. Also, ja. Hier, steckt fest. Nichts ja. Das war krass. Ja. Oh. Hat auch tierisch geknallt. Hab auf der anderen Seite auf die Bahn gewartet und dann fuhr er so an, dass er reinfahren kann. Und dann mit einem Mal macht es tierisch geknallt, so zu einer elektronischen eine Explosion oder so. Und dann hat er sich festgebremst. Zischt noch kurz, das war's. Dann haben sie ganz Bahn, der andere fuhr nicht mehr, mit dem wollte ich dann fahren, alle aussteigen und haben sie alles probiert. Ja. Das war mein krass. Krass. 5015. Gott sei Dank passt das. Ja. Die Moment. Hast du bestimmt gehört. Ja, ja, ich habe auch ein Video gesehen, irgendwie, dass noch voll viele in die Tunnel erstmal genau, gegangen sind. Genau, muss ich einen Stromschlag geholt. Ja. Einer muss hier ins Krankenhaus sogar noch. Genau, der ist auch mit der Wade gegen den Strom schießen. Alter. Ja. Den wurde ganz warm. Ja, verstehe ich. Panisch, also alle wollten ja da
Dann stick ich. Da stand 20 drauf. Oh. Das wäre so ein Zufall gewesen. Thank you.
Spaß euch noch. Ciao, danke. Ja. 17:20 schaffst du doch. Ah, nein, ich will 17:10 genau. Ach ja. Hä, denn. Ja, ja, dann nimmst du halt bitte genau den. Also fahr doch mit dem bis Quickborner einfach. Ja, schaff ich noch? Schaff ich den noch? Was habe ich gesagt? 16. 17:10. Ja. Gradler stehen. 17:10 Gradler. Das heißt. Scheiße, ich kann nicht mehr rechnen. Ja, 17:10, das heißt. Hey, das macht ja gar keinen Sinn. Doch. Das heißt. Mann, ich weiß es nicht, keine Ahnung, ich bin so dumm gerade. Ja, der verdient 40 Minuten nach. Ja, ist auch gut. Ja. Hey, dann wartest du ja einfach und fährst nur einmal von Quickborner bis Gördeler Steg. Oder mach bitte nau bis Gördeler und dann einmal komplett bis Jungfernheide. Und dann machst du wieder von Jungfernheide bis Wittenau und schneidest es dann zusammen. Ist das schneller? Ja, natürlich. Kannst du über Wittenau? Hm? Geht das schneller über jetzt mit dem Bus nach Kutschett über Wittenau? 30. Na nee, der ist jetzt Kutschi Richtung die Jungfernheide, also den kriegst du sowieso nicht mehr. Nee, warte, 17:10. Och, könnte was. Es wird knapp, glaube ich. Es wird knapp, glaube ich. Ich würde warten. Konnte man doch Residenzstraße da einsteigen, hä? Also da haben die jetzt seit heute wieder andere Seite oder was? oder
Crash fahre einfach einmal mit dem nächsten Quick Corner und mache dann von Chrissy Görlitz und dann mache ich wieder zurück bis Quick Corner. Ja, mache irgendwas halt. Dann kommt wieder 60. Boah. Reicht doch langsam. Wir müssen die, glaube ich, auch mal ein bisschen zuschleifen. Digga, ich wusste es doch, hä? Das hätte mich auch gewundert, wenn der hier nicht halten würde. Einmal da vor ein paar Jahren bin ich mit der U6 gefahren. Der ist einfach durch französische Straße, Stadtmitte und Kochstraße und Hallisches Tor durchgefahren. Obwohl da gar nichts war. Geil. Auch so einen leichten 5037 Motor. So ganz und gar nicht. Der ist jetzt wahrscheinlich gerade weggefahren. Also 5014. Aus Karlburg. Ja. Glaube ich. Ich meine, du kannst hinterher fahren, aber dann, na, es wird knapp. Yeah.
21 in 23 Minuten. Ne? Ja, geil. Einmal 21, 21, 22 Stunden. Ich wollte direkt mal auf die Uhr. Echt? Ich nicht. Der Förderung zwischen Bundestag und Hauptbahnhof. Verstärker. So, Olaf Scholz. Digga. Nee, ich fahr tatsächlich weiter. Weil, Digga, also von da aus kann ich ja 124er durchfahren gleich. Das hat man noch ein bisschen gesehen. Dein Bus. Ich hab noch meinen Bus. Ich hab verstanden, dein Bus, also meiner. Aber der müsste auch ungefähr dann kommen. Ne? Geil. Nee. Bitte alle aussteigen. This train terminates here. All change, please. Wir wollen lieber in die Box gehen. Ja, die ist doch hier. Können wir reinfahren? Ich hab noch Rot. Oh. Brauch aber noch Thumbnail. Irgendwie. Ist klar, Alter. Warum sollte der denn rot haben, Junge? Weil da jemand an. Aber. Ja, ich wollte nur den Ton nochmal drauf haben. Digga, du Hund. Ja, schnell, wir haben keine Zeit mehr zu. Chill. 5012 ist cool. Genau. Und noch schneller. Überall. Ich bin hier.
Ist echt so, Alter. Es klingt. Es klingt so, als ob hier noch mehr Leute filmen. Ne? Hier. Worauf wartet der denn? Ja, da, weil da drüben jetzt der Dingswerker rauskommt. Nein. Vielleicht sind zu viele Züge dran. Ja, Digga, ja, schon mal vor der Stunde gezielt. Ja, ist doch geil. Geil. Ja, so sehen tut man bei mir echt viel.